100 Schießpulver sind hier noch drinnen. Nett. Das ist auch alles, was geht. 999. Ist das mein Ernst? Das kann ich jetzt mal aus Prinzip. Entschuldigung, so nicht stehen lassen. Falsches Fach. So, 1000. Ich sehe gerade, Lead ist jetzt hier. Ach ja, genau. Das hatte ich nicht gemacht, weil es nicht ging, weil ich hier jeweils keinen Amboss drin hatte, sonst hätte ich das schon erledigt. Genau, deswegen gibt es weder hier noch in dem anderen. Boah, wie viel Messing ich hier habe. Geil. So, haben wir hier mal so ein bisschen Munitionsproduktion schon mal in Gang bringen. Da ich doch prinzipiell am liebsten mit der Snipe arbeite und eigentlich so ziemlich alles mit der Snipe immer mache, auch jetzt ja eben wieder diese kleine, dieser kleine, gar witzige, aberwitzige Trupp, werde ich halt vor allem 762er produzieren müssen. Das ist natürlich happig. Gut, ich kann jetzt 1000 Schießpulver auf jeden Fall schon mal 207,56er produzieren. Dann will ich vielleicht auch ein bisschen Shotgun-Muni machen. Ein bisschen Pistol-Muni. Dann muss ich doch recht bald mal überlegen. Ich werde zu neuem Material kommen. Ich bin mir im Moment nicht mehr so ganz sicher, wie der aktuelle Stand ist, was den Dings betrifft. Den Bergbau. Gar nicht mehr so ganz sicher. Es war ja zwischenzeitlich mal so, dass es gewisse Rohstoffe nur in gewissen Gebieten gab. Das haben sie aber, glaube ich, wieder geändert. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich alles hier unterm Berg krieg oder eben nicht. Stein und Eisen ist klar. Hauen wir hier ohne Ende raus. Immer wieder. Stressfrei. Aber das alleine hilft uns nicht viel. Wäre natürlich großartig, wenn wir Lead und Kohle und Potassium hier aus dem Berg schlagen könnten. Müssen wir mal sehen. Dann werden wir mit Sicherheit auch in naher Zukunft mit anfangen. So. Jetzt haben wir hier den Boden gleich schon mal gemacht. Das ist ja schön. Vielleicht machen wir noch die Decke oder machen drüben beim Boden weiter. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Und noch ist es Nacht. So, ja, das hat er konditionell gerade so hingehauen. Zack, zack, zack. So. Ist das schon mal gut? Dann hauen
Machen wir hier mal durch. Dang. Dang. Level 102. Das ist ja auch nice. Ja, da geht schon so einiges bei mir mittlerweile. Aber das reicht mir natürlich alles noch nicht, das ist ja klar. Wir wollen mehr. Ich weiß nicht, ob es eine Errungenschaft gibt, dafür gnadenlos alles zu skillen, was man irgendwie skillen kann. Aber das werden wir möglicherweise auch mal hinkriegen. So, jetzt haben wir hier diese Ecke zumindest schon mal. Damit ist das hier nämlich alles clean. Genau, den Gang haben wir ja hier sogar schon komplett fertig gemacht gehabt. Hier fehlt halt noch die Decke. Und hier fehlt halt auch noch ziemlich viel Bottom. Ich fress mich jetzt hier einmal gerade durch. So, und dann schaffe ich hier auch schon mal die Verbindung. Oh. I lost my energy. Hopp. Klopp, dann muss er erstmal wieder ein bisschen bauen, damit er sich ein bisschen erholen kann. Ein bisschen erholt. Und auf diese Weise machen wir jetzt hier mal so ganz entspannt so eine Ecke nach der anderen. Jetzt haben wir hier eine Ecke produziert, die echt klein ist. Jetzt hauen wir die weg. Ja, noch geht's. 185, jetzt wird's langsam eng. 214. Jetzt hat er keine Puste mehr. So, solange noch über 20 ist, ist alles gut. Sind wir zum Beginn. So, okay. Jetzt können wir wieder ein paar Steinchen setzen. Da fällt mir gerade ein, ich schwätze ja immer ganz gerne über aktuelle Themen etc. bla bla. Stan Lee ist tot. Ihr werdet es mitgekriegt haben, die meisten von euch. Der Gute, der Godfather of Marvel. Gedönse. Der Held der Superhelden. Der Mann mit den meisten Mini-Filmauftritten überhaupt. Ich glaube, in sämtlichen Filmen taucht Stan Lee irgendwie irgendwo auf. So wie das ja Peter Jackson auch bei den Tolkien-Produktionen gemacht hat, wo er immer so ganz kurz irgendwo mit aufgetaucht ist. So ist auch Stan Lee eigentlich in allen zugehörigen Filmen immer mal irgendwo kurz zu sehen. Aber das hat jetzt nun ein Ende. Gut, der Mann war halt auch schon jetzt alt. Das kann man irgendwo auch ein bisschen akzeptieren, dass er irgendwann sagt, so, jetzt ist aber mal gut, jetzt habe ich aber keine Lust mehr. Muss auch irgendwann auch mal Feierabend sein, Kollegas. Auf jeden Fall hat der sich jetzt von dieser Welt verabschiedet. Viele Fans nimmt das sehr mit. Große Anteilnahme in dem Bereich.
eigentlich ganz nett. Soweit, dass das so ist. So. Haben wir auch hier eine Verbindung geschaffen. Ich konnte damit nie sonderlich viel anfangen. Filme, die meisten sind ganz witzig. Ich fand die Fantastic Four ganz cool. Ich fand auch die Spider-Man-Filme so mit dem, wie hieß er, der Kollege Tobey Maguire. Fand ich auch alle ganz cool. Auch Kirsten Dunst sowieso ist ja an sich auch für rothaarige, lecker Mädchen, ne? Ja, aber es gibt auch so viel, dass ich da überhaupt keinen Überblick habe, was da jetzt eigentlich alles mit dazugehört und was nicht. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht, nicht verwechselt mit dem, wie heißt das, DC-Universum, so Batman-Gedönse, hat ja damit erstmal nichts zu tun. Es ist eher so Avengers, ne, also die ganzen massenweise Superhelden. Marvel hat ja immer nur Superhelden-Geschichten gemacht im Großen und Ganzen, ne? Thor und Iron Man und Aquaman, Green Lantern. So, das ist ja alles. Alles so aus dieser Feder entstanden, sozusagen. Und natürlich mittlerweile mehr oder weniger alles irgendwie verfilmt. Ja. Unglaublich viel hervorragendes Nerd-Material. Und ich sag mal, unser Eins mag ja schon irgendwie Nerd-Material. Kann man jetzt auch nicht leugnen. So. Da, den haben wir jetzt schon angeschlagen. Jetzt machen wir es auch weg. So. Dann haben wir jetzt hier den Boden auch schon fast erledigt. Ich ziehe es jetzt auch bis zum Ende durch. Zumindest hier, also zum, ja, hier in dem Räumchen zumindest den Boden. Decke verschiebe ich dann auf ein andermal, weil ich ja nicht so viel stupides Berghacken am Stück machen möchte. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ich will da dann schon ein bisschen die Abwechslung waren und vor allem das ein paar Dinge, die ja dann, sobald es gleich wieder Tag ist, dann machen möchte, die man auch bewusst nur eigentlich eher tagsüber machen möchte, wo man die Zeit dann auch nutzen will, wenn man sie dann gleich hat. Ist jetzt auch schon kurz nach 3. So, die zwei fehlen noch. So, das geht eigentlich verhältnismäßig schnell. Jetzt bleibt nur noch dieser hier. Ziehen wir jetzt erstmal eine Linie in der Mitte durch. Teilen dann dieses Feld auch wieder in zwei Felder. Sowas funktioniert immer unglaublich gut. Etappenarbeiten. Auch sonst, wenn man irgendwas zu tun hat, worauf man so gar keinen Bock hat. Egal, ob das jetzt Hausarbeit ist oder Hausaufgaben oder was auch immer ihr da so noch zu tun habt. Irgendwelche anderen Projekte, die gefühlt ewig dauern. Kann ich nur empfehlen. Es funktioniert. Teilt euch in Etappen ein. Oftmals ist es auch so, wenn man etwas erst mal angefangen hat, ne, das ist ja jetzt hier auch so. Ich
wollte eigentlich nur mal hier jetzt da den einen kleinen Raum wenigstens schon mal den Boden machen und gut ist. Aber oftmals ist es halt dann doch so, wenn man erstmal angefangen hat, wenn man erstmal dabei ist, dann stellt man sehr schnell fest, dass man doch irgendwie plötzlich den Schwung hat, das Ganze auch durchzuziehen. Na. So wie wir jetzt hier auch mit dem Boden. Zack. Nahezu pünktlich 4 Uhr, wo es wieder hell wird. Da ist auch der Sound dazu. Jetzt sind wir mit dem Boden fertig. Noch während der Sound duselt, haben wir das geschafft.